Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben ja bei einem der letzten Videos darüber gesprochen, dass nicht mehr das Gesetz vom Sinai gilt, sondern das Gesetz des Geistes oder das Gesetz Christi. Wenn das so ist, dann müsste man im Neuen Testament ja auch das Gesetz des Geistes oder das Gesetz Christi finden können. Und das tut man auch. Wenn man mal die Spur aufgenommen hat, dann ist die Bibel sogar voll davon. Und ich möchte gerne zwei Clips machen über dieses Gesetz des Geistes, wo man das in der Bibel finden kann und wie Paulus das anwendet im Neuen Testament, damit wir nicht nur sagen, es gilt das Alte nicht mehr, sondern auch wissen, was das Neue ist. Ich lese dazu ein paar Verse aus Epheser 5. Da steht ab Vers 22, die Frauen seien untertan ihren Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, gleich wie auch Christus das Haupt ist der Gemeinde. Paulus leitet also die Rolle von Mann und Frau nicht mehr aus dem sinaitischen Gesetz ab, sondern er leitet die Rolle von Mann und Frau von dem Verhältnis zwischen Christus und der Gemeinde ab. Das ist das Gesetz des Geistes. Die neutestamentliche Wesenheit, die wir in Christus haben, die nimmt Paulus, um über die Rolle von Mann und Frau zu schreiben. Und er schreibt hier nicht nur allein über das Verhältnis in der Ehe, sondern er schreibt eigentlich von Christus und von der Gemeinde und von der Berufung der Gemeinde in Christus. Das ist ein wunderschönes Kapitel. Das ist oft so ein bisschen, naja, so in Mitleidenschaft gezogen worden durch die ganze moderne Art und Weise, wie man Ehe versteht. Aber hier an diesem Epheser 5 Kapitel, da kann man sehr schön sehen, wie Paulus die Rolle in der Ehe vom Himmel herab eigentlich ableitet. Ja? Der hat mit keinem einzigen Wort das mosaische Gesetz erwähnt, sondern er schreibt hier deutlich, wie nun die Gemeinde ist Christo untertan, also auch die Frauen ihren Männern in allen Dingen. Also mir geht es jetzt gar nicht so sehr darum, wie die geschlechterspezifische Rolle ist, das ist ja heute ein Riesenthema. Ne? Da wird ja alles Mögliche auch reingelegt und das wird auch oft sehr aggressiv behandelt. Ja? Mir geht es einfach nur darum, mal zu verstehen, was Paulus hier tut. Wie die Gemeinde Christo ist untertan, also auch die Frauen ihren Männern in allen Dingen. Das heißt also, der schaut in den Himmel und schaut sich an, wie die Rolle zwischen Christus und der Gemeinde ist und das überträgt er auf irdische Verhaltensweisen. Das ist das Gesetz des Geistes. Das, was Christus tut, das, was Christus will, was wir in Christus sind, und zwar Männer und Frauen. Ja? Paulus sagt an anderer Stelle auch mal, in Christus ist kein Unterschied zwischen Mann und Frau. Das sagt er nicht, weil er ein besonderer Frauenrechtler gewesen wäre. Dazu waren die Zeiten damals überhaupt nicht geeignet, ja? Sondern er sagt das aus einer ganz bestimmten Haltung, aus einem ganz bestimmten Glauben heraus, weil die Gemeinde eines Tages mit Christus vereint ist und weil die Gemeinde mit Christus ein Geist ist, in eins ist, deswegen sagt er, ist auch auf Erden zwischen Mann und Frau kein Unterschied, die sind beide gleich wert. Ja? Und auch das leitet er ab aus der Überzeugung raus, dass die Gemeinde der Leib Jesu Christi ist. Christus und die Gemeinde sind eins und werden eines Tages im Himmel auch in eins vereinigt sein. Dann sagt er, ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie Christus auch geliebt hat die Gemeinde. Also hier haben wir das schon wieder. Ja? Er sagt, ihr Männer, habt eure Frauen lieb, so wie Christus die Gemeinde lieb hat. Auch hier nimmt er keinen Bezug aufs mosaische Gesetz, sondern er nimmt Bezug auf die Rolle zwischen der Gemeinde und Jesus. Die Rolle zwischen der Gemeinde und dem auferstandenen Christus. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie Christus auch geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben, auf dass er sie heiligte und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Auf dass er sie sich selbst darstellte als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder des etwas, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. Also oder genauso sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihre eigenen Leiber. Also auch hier ganz, ganz deutlich zu sehen, Paulus nimmt Maß an der Stellung der Gemeinde in Christus. Und das überträgt er auf Mann und Frau, beide gleichermaßen. Ja? Also sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihre eigenen Leiber. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe,
vor allem diesen zweiten Teil des Verses, wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Da habe ich bei mir gedacht, ja, das stimmt doch überhaupt nicht, wer sich selber liebt, ja, der liebt sich selber und liebt nicht seine Frau. Aber er sagt, wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Warum? Weil wenn Christus die Gemeinde liebt, dann liebt er sich selbst. Warum? Weil die Gemeinde er ist. Das Haupt und der Leib sind eins im Geist und in Wahrheit. Das heißt, das überträgt Paulus auf das irdische Verhältnis der Ehe. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Weil Mann und Frau geistlich gesehen Christus und die Gemeinde sind. Und wenn Christus die Gemeinde liebt, dann liebt er sein eigen Fleisch und Blut oder sein eigen Geist und Leib. Ja? Das ist eins. Und deswegen schreibt Paulus diesen Vers auch. Denn niemand hat jemals sein Eigenfleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie auch der Herr die Gemeinde. Also wieder der Bezug zu Christus und der Gemeinde. Also es ist sehr, sehr deutlich, das springt einem hier geradezu entgegen. Denn, und so begründet er auch, wir sind die Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Wenn wir aber Glieder seines Leibes sind und er uns liebt, dann liebt Christus sich selbst. Das Haupt liebt den Leib. Und der Leib liebt das Haupt. Beide gehören untrennbar zusammen, ja, und sorgen auch füreinander. Und so ist es im Geist, in Christus und der Gemeinde. Und so ist es auch zwischen Mann und Frau. Oder so soll es sein zwischen Mann und Frau, ja. Denn wir sind die Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Das hat Adam gesagt, als Gott die Eva geschaffen hat, ja. Das sieht Adam die Eva und sagt, das ist ja Bein von meinem Bein, das ist ja Fleisch von meinem Fleisch, ja? Und wenn Christus die Gemeinde sieht, dann sagt er, das ist ja Geist von meinem Geist. Also diese Linien sind sehr, sehr alt und beginnen eigentlich schon im Paradies in der Beschreibung von Adam und Eva. Ein großes Geheimnis, ja? Und darauf bezieht sich dann Paulus auch in Vers 31 und sagt, um des Willen wird ein Mensch verlassen Vater und Mutter und seiner Frau anhangen und werden die zwei ein Fleisch sein. Und wir könnten sagen im Neuen Testament, um deswegen wird ein Mensch verlassen Vater und Mutter, um deswegen wird Christus verlassen Gott den Vater und seiner Frau anhangen, nämlich der Gemeinde, und die beiden werden ein Geist sein. Das heißt, wir übersetzen das, was wir im Alten Testament leiblich irdisch aufgeschrieben haben als irdische Gesetzgebung durch Gottes Geist in geistliche Wesenheiten des Neuen Testamentes. Ja? Um deswillen wird ein Mensch, Christus, verlassen Vater und Mutter, Gott, und seiner Frau der Gemeinde anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch, respektive im Neuen Testament ein Geist sein. Das Geheimnis, sagt Paulus, das ist groß. Ich rede aber von wem? Von Christus und der Gemeinde. Ja? Das heißt also, Paulus bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Christus und der Gemeinde, das im Geist und in Wahrheit eins ist. Ja? Christus und die Gemeinde ist eins, so wie wir Haupt und Leib eins sind. Das überträgt er auf die Rolle der Ehe, die Rolle von Mann und Frau in der Ehe. Das Geheimnis ist groß. Ich sage aber von Christus und der Gemeinde, doch auch ihr, ja ein jeglicher habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber fürchte den Mann. Ich weiß, das Kapitel ist umstritten. Die Frauen werden das verstehen, wenn sie geistlich sind, und die Männer sollen das auch verstehen. Viele sagen auch, es ist viel schwieriger, seine Frau so zu lieben, wie Christus sie geliebt hat. Wenn das so wäre, wären die Ehen besser. Und sagen, dass seine Frau zu lieben schwieriger ist, als dem Mann untertan zu sein und auf ihn zu hören. Ich weiß, das ist alles sehr schwierig und alles sehr problematisch. Ich will auch gar nicht reden hier über die ganzen irdischen Probleme, die wir heute in den Ehen haben, die meiner Meinung nach eigentlich alle auf den Egoismus gründen, ja? Weil jeder nur sich selber sucht und sich selber meint und nur sein Leben haben will und das auf den Partner überträgt. Und dann gibt es Riesenprobleme in der Ehe. Aber diese Dinge sind so voller Schattierungen und voller Grauzonen, und es ist so individuell alles, ja, dass ich da nicht im Einzelnen drauf eingehen will und auch nicht kann hier. Wo es mir darum geht, ist, dass wir das Gesetz des Geistes hier in Epheser 5 sehen und verstehen sollen, dass Paulus diese irdische Rolle, die zwischen Mann und Frau ableitet von Christus. Christus und der Gemeinde. Das heißt, er schaut auf das, was im Geist und in Wahrheit in Christus geworden ist, in Christus und seiner Gemeinde, die ein Geist sind, und das überträgt er auf die irdische Ehe. Das ist das Gesetz des Geistes. Das ist Freiheit und Gebundenheit gleichzeitig. Ja? Aber nirgends bezieht er sich hier irgendwo aufs Gesetz
und schreibt von einem Scheidebrief oder all den Sachen, die im Gesetz auch über Mann und Frau formuliert sind, sondern das legt er vollkommen beiseite. Und für ihn ist nur noch eines Maßstab, der auferstandene Christus und die Gemeinde Jesu Christi, die er sich selbst geheiligt hat und die ein Leib mit ihm ist. Ja? Könnt ihr das verstehen? Das ist schwierig zu verstehen. Die Gesetzesleute, die machen daraus wieder ein Gesetz. Ja? Die drücken die Leute dann wieder unter ein Gesetz, das sie aus dem Neuen Testament machen. Ich habe immer wieder mal gesagt, ich mag die Formulierung auch sehr vom Luther, der sagt, sie machen aus Christus wieder einen Mose. Ja, sie machen aus Christus, der uns das Evangelium möglich gemacht hat durch sein Sterben auf Golgatha, machen sie wieder einen Gesetzgeber, einen neuen Gesetzgeber, ein neutestamentliches Gesetz, aber auch wieder ein Gesetz. Ja. Das ist im Neuen Testament aber nicht der Fall. Das ist zwar auch in Buchstaben gegossen, aber das atmet den Geist der Ewigkeit, wenn man so will. Ja. Soweit mal in aller Kürze. Nur mal so als Einstieg, was ist das Gesetz des Geistes? Es gibt noch eine weitere Stelle, die ich euch zeigen möchte in 1. Korinther 7. Wenn ihr wollt, könnt ihr die auch schon mal lesen und da schon mal Gedanken drüber machen. Da sieht man es dann noch deutlicher, da wird es auch ein bisschen komplizierter. Aber mal so als Einstieg, glaube ich, es ist Epheser 5 ganz gut geeignet, um mal so ein bisschen sich einstimmen zu lassen in dieses Thema Gesetz des Geistes. Was bedeutet das überhaupt und wie leitet das Paulus ab? Und was hat das für uns zu bedeuten? Vielen Dank fürs Einschalten, alles Gute, Gottes Segen und bis bald.